Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Das heutige Thema befasst sich mit einem Gewässersystem, das vielen Menschen in Deutschland vielleicht weniger präsent ist. Und zwar beziehe ich mich auf Nordsachsen, das Flussgebiet der Weißen Elster, wozu noch die Pleiße und eine ganze Fülle an Lüppeläufen gehört. Bei diesem Film geht es mir darum, auf das Problem dieser Region hinzuweisen, das seit den 90er Jahren zunehmend bekannt wird, aber eben nur in Teilen Deutschlands und vor allem wohl eher regional oder landesweit. 1995 hat Professor Müller aus Leipzig, der damalige Botaniker an der Universität, mitgeteilt, was man denn an dieser Lüppe und Weiße Elsteraue tun müsste, um den Auwald zu revitalisieren. Warum geht es da? 1930 im Zusammenhang mit dem Reichsarbeitsdienst wurde diese Aue trockengelegt durch die neue Lüppe. Ich wurde 2014 auf Leipzig aufmerksam und machte dort eine Exkursion im Zusammenhang mit Wildkräutern als Nahrung für Menschen und mir fiel auf, das ist ja eine Stadt am Fluss mit einem riesigen Potenzial, das könnte sozusagen eine Modellstadt am Fluss werden mit einem riesigen Auwaldgefüge. Das sind einige tausend Hektar im Gespräch, aber die Landschaft wird weiterhin abgetrocknet, überregulierte Gewässer und intensivst bewirtschaftetes Ackerland haben dann auch noch die Auenwiesen sehr stark dezimiert. Das Problem ist schon sehr lange bekannt und es gibt nun ein Impulsforum am Abend des 2. November, zu dem dieser Film gezielt Bezug nimmt. Und ich möchte hier mal deutlich sagen, wenn wir uns mit der Aue jetzt in diesen Jahren erstmals beschäftigen würden, dann hätte ich größtes Verständnis, dass man sagt, du, wir konzentrieren uns erstmal auf einen Teil, zum Beispiel auf die Nordwestaue. Aber dieses Verständnis ist längst nicht mehr angebracht. Wir schreiben 2023 und spätestens durch die Thesen von Professor Müller, 1995 publiziert, müsste klar sein, was wir hier tun. Das heißt, der Fokus möge bitte endlich aufs Ganze gesetzt werden. Und das ist auch üblicherweise beim Bundesamt für Naturschutz, der Nachfolgeorganisation oder Institution zur früheren Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie in Bonn-Bad Godesberg im Grunde der Auftrag. Wenn diese Institution etwas fördert, dann muss es Deutschland, am besten europaweit, modellhaft und sinnvoll sein. Die bisherigen Förderungen des BFN können aber diese Forderung keinesfalls erfüllen. Also bitte richten wir unseren Fokus aufs Ganze und das bedeutet nicht nur auf die Nordwestaue, nicht nur auf den sogenannten Leipziger Gewässerknoten konzentrieren, sondern auch die Südaue mit in den Blick nehmen, mit der Pausnitzniederung, mit der sogenannten Betonelster, was schon vieles sagt, und dem Lauf der Weißen Elster mindestens bis nach Zeitz weiter im Süden. Ganz wichtig ist, dass wir uns bei allen Projekten keineswegs nur auf Teilaspekte konzentrieren dürfen. Das geschieht aber ganz intensiv beim Burgauenbach, wozu ein wunderschöner Film erschien, der allerdings unkundigen Menschen vorgaukelt, man würde hier wirklich etwas für die Aue tun. Der Burgauenbach aber hat im Grunde genommen in der Aue überhaupt keinen Stellenwert, schon gar nicht, dass er dauernd fließt. Genauso auch wie das seit Jahren präferierte Modell präferiert seitens der Stadt. Und wem noch?
das Modell der sogenannten lebendigen Luppe, die da auch Wasser einfach durch den Auwald führen soll. Wir haben so viele Gerinne, es braucht keinen neuen Bach oder kein neues Gerinne. Der Champert wird nur zum Teil betrachtet und wird jetzt im Augenblick als Modellprojekt dargestellt, so als würde man damit der gesamten Aue bei der Revitalisierung helfen, was mitnichten der Fall ist. Der Champert wird auch nur zum Teil betrachtet, so wie eben die Weiße Elster in Leipzig seit bald Jahrzehnten immer nur in Teilaspekten betrachtet wird, und einer Aue muss man sich immer gesamthaft nähern. Ich kann nur dazu sagen, wir müssten allen unseren Elan auf die Gewässerrevitalisierung legen. Das ist der absolute Primärfaktor. Und wenn beispielsweise Kollege Professor Wirth beim Internationalen Auensymposium im September in Leipzig, leider von der Stadtverwaltung nicht besucht, ausführte, dass er dort nun Auenuntersuchungen macht an Hartholzauenwäldern, so wissen doch er und wir alle, dass wir in der Leipziger Aue keine Hartholzauen mehr untersuchen können, denn ein Auwald, der 1930 abgeschnitten wurde vom Lebensnerv dem Wasser, kann ja nur ein Auwald in Umstellung sein, weshalb es auch in vieler Hinsicht keinen Sinn macht, dort Pflanzengesellschaft einer Aue zu dokumentieren oder dann Hybris potenziert etwa von der Forstwirtschaft auch noch welche nach pflanzensoziologischer Tabelle anbauen zu wollen. Das geht überhaupt nicht. Wir müssen das Augenmerk auf die Revitalisierung legen. Und da möchte ich ganz ausdrücklich sagen, die Nahle bildet den Kern der Revitalisierung der Nordwestaue. Das Wasser aus dem Leipziger Gewässerknoten nicht mehr durch die neue Luppe abführen, sondern in die Nahle hineingeben, das ist der Auftrag. Die Nahle ist der Schlüssel zur Revitalisierung der Nordwestaue. Und die Weiße Elster, die aus der Betonelster herüberkommt, aber auch die Pleiße, ist für die Südaue der Faktor, den wir beachten müssen. Und es ist wichtig, dass wir die Wässer aus diesen Flüssen nicht geregelt in die Aue geben und die Wässer dann einfach sang- und klanglos versickern lassen. Das ist auenuntypisch, sondern die müssen durchziehen können. Kann man sagen, wir haben jetzt seit langem die Forderung nach einem Auenentwicklungskonzept gestellt und es wurde auch gesagt, ja, wir machen das. Aber die Visionen dazu sind mutlos, sind völlig unzureichend bisher. Es liegt kein Auenentwicklungskonzept vor. Und nun ist ein Naturschutzgroßprojekt hier in der Region, wird alles gerne wie vielerorts in Deutschland abgekürzt. Das heißt, wir haben also kein AEK, kein Auenentwicklungskonzept und wollen jetzt ein Naturschutzgroßprojekt, ein NGP starten. Aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, wohin die Reise geht. Wir müssten so und so viele Varianten testen. Dafür gibt es übrigens viele gute Ideen. Wir könnten sofort beginnen, statt nochmal 3 Jahre irgendwie zu planen und im Grunde die Sachen nur wieder verzögern. Also, warum wird ein NGP mit Verweis auf ein AEK, bitte Verzeihung, vereinbart, das gar nicht vorliegt? Es gibt kein Auenentwicklungskonzept. Ein Naturschutzgroßprojekt ohne plausiblen inhaltlichen Fahrplan und ohne Mitwirkungsmöglichkeiten durch Verbände, und zwar wirklich eigenständig, sodass deren Fachpotenzial, Fachexpertise auch zur Wirkung kommt, macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben uns seit dem Scoping-Termin 2017, wo ich das erste Mal Stellung nehmen konnte, uns im Grunde keinen Zentimeter weiter bewegt. Wir haben damals dem Projekt Lebendige Luppe eine Absage erteilt. Und dabei bleibe ich auch weiterhin. Der Pfingstanger, was soll da jetzt im Augenblick geschehen? Entweder die gesamte ehemalige Grünlandaue dürfen wir wieder in den Fokus nehmen und wir dürfen sie in den Fluss des Überflutungswassers einbeziehen.
oder nicht. Und ich möchte ausdrücklich sagen, niemand kann, wenn dieses Wasser so durch die Aue zöge, der Bevölkerung Angst machen, dadurch steigt die Hochwassergefahr. Die Hochwassergefahr hat auch 2011 und 2013 nicht bestanden. Sie war hausgemacht. Unter anderem drohte ja die neue Luppe zu platzen. Das kann gar nicht vorkommen. In Leipzig gibt es ein ganz spezifisches Auenabflussregime. Und dieses ist gerade in den letzten Jahren ruhig. Überhaupt nicht zu vergleichen mit der Ahr oder mit den enormen Wasserstandsschwankungen am Oberrhein. Die Leipziger Aue ist ein Sonderfall, ein ganz besonderes Individuum unter den europäischen Auen. Man muss ihr gerecht werden. Man wird das aber nicht mit Auen-untypischen sogenannten Vernässungen, jetzt wie kürzlich in der Burgaue proklamiert und schon seit Jahren in der Pausnitzaue, der Südaue also, versucht und einfach nur ein Fehler. Ein Fehler, der sich pflanzenökologisch und tierökologisch sofort zeigt. Warum handelt man derart gegen die Aue? Ich möchte wirklich mal die Frage stellen, und ich habe sie auch bei unserer Tagung im September gestellt. Was ist der Grund, dass summa summarum Leipzig seit 1995 Ideen einer Auenrevitalisierung schönredet, aber es geschieht nichts? In der Sache wird gebremst. Und ich sage das nicht rebellisch. Ich sage das nur mit einem großen Fragezeichen mit Blick auf diese Stadt, die so viel Potenzial hat und das Potenzial nicht nährt. Es ist nicht die Deponie. Es sind nicht die Kanäle, die existieren. Es ist nicht die Ableitung der Kläranlage, die da quer durch die Aue geht. Es ist ein falscher Umgang mit dem Gewässer. Und es reicht auch nicht, in der neuen Luppe Sohlschwellen einzubauen und das Wasser ein wenig anzuheben. Das ist nur Kosmetik. Das wäre von Klein-Liebenau, groß in der Zeitung dargestellt, ist nur Kosmetik. Das weiß man vom Oberrhein, vom Altrheinverbund am Oberrhein, der durch die Senckenberger Professor Wilhelm Schäfer allen voran und dem Diplom-Ingenieur vom Wasserbau in Südbaden, Herrn Kunz, propagiert. Aber damals dann als Fehler erkannt, so können wir die Aue nicht retten. Wir brauchen die Bewegung. Was ich also beobachte ist, auf der einen Seite sind Forschungsinstitutionen tätig. Und ich habe auch Herrn Professor Wirth versichert, es ist gut, dass geforscht werden kann in der Aue, dass es dafür Geld gibt. Und dafür danke ans Bundesamt für Naturschutz. Aber wir müssen wissen, die jungen Menschen können in der dortigen Aue keine lebendige Aue kennenlernen. Werden sie darauf hingewiesen? Wird in der Auenstation in Lübschena darauf hingewiesen, dass man dort nur eine kranke Aue zeigen kann? Aber das müssen wir tun. Sonst wird das Auenverständnis nicht entwickelt. Das Auenverständnis können wir für Leipzig gewinnen im Blick auf andere Gewässer. Gehen Sie an die Lippe, gehen Sie an die Els in Südbaden, gehen Sie in die mittlere Badische Rheinaue, gehen Sie an den Allier oder an die Theiß in Ungarn und vergleichen Sie. Wenn es nicht so dumm dort zuginge und übel, dann würde ich sagen, fahren Sie zum Dnieper. Denn da müssen wir uns Auen ankönnen. Von denen können wir lernen. Nicht von einer Hartholzaue, die seit 90 Jahren ohne Überflutung ist. Es gibt kein ökologisches Gewässerverständnis. Das zeigt sich daran, dass immer noch das wassertouristische Nutzungskonzept propagiert wird. In der jetzigen Form macht es einfach keinen Sinn. Uns fehlt das Leitbild. Was ist mit den Aufsichtsbehörden? Die Landesdirektion für Nordsachsen ist meines Erachtens viel zu defensiv. Der sehr bemühte Umweltminister der Grünen, der, wie ich mir sagen ließ, aus Leipzig kam, Herr Günther, ist sehr rührig. Aber wir müssen erkennen, dass er offensichtlich
bei den Institutionen gegen kalte Mauern läuft, sich nicht wirklich durchsetzt. Der kleine Wasserzulauf in die Pausnitzaue, der dort eingeweiht wurde und wieder viel Geld verschlang, er bewirkt überhaupt nichts. Er ist auch wasserbaulich, hydrodynamisch, vollkommen ineffektiv. Man möchte das immer zeigen, schaut, wir tun was, aber diese Maßnahmen sind ineffektiv. Beim LTV schlummern Pläne. Da könnten wir uns der Aue direkt dynamisch nähern. Und ich bin sicher, man würde mit diesen Wasserbauingenieuren sehr viel Gutes auf den Weg bringen. Aber auch vor allem mit privaten Büros, die sich europaweit und nachgewiesen auch in Deutschland profiliert haben, um Auen wiederherzustellen. Deichschlitzungen, die kleinen Dinge dort am Möckernschen Winkel, das ist ja doch viel zu wenig. Was ist denn mit der neuen Luppe, mit ihren Dämmen? Die können doch weithin weg, man kann doch weiterhin umplanen. Das Naturschutzgesamtprojekt oder Großprojekt NGP, was jetzt auf den Weg gebracht werden soll, bemüht im Grunde genommen wieder alte Strickmuster. Es ist die bisherige BFN-Förderung seit 2011, die nur ein wenig neu aufgelegt wird, aber ohne Konzeption, ohne Machbarkeitsstudien, keine Beteiligung der Verbände, auch der Verbände, die mal etwas Widerspruch leisten, wozu sich vor allem Natur und Kunst Leipziger Auwald oder Lebendige Auen in den letzten Jahren eingesetzt hat. Im Konstruktiven ausdrücklich, aber diese Gruppe wird ausgeblendet. Wie kann man so etwas machen? Ich komme von außen, ich verstehe das nicht. Wann beginnt die echte Revitalisierung? Aus meiner Sicht gibt es keine ingenieurbiologisch oder wie auch immer auenökologisch zu motivierende Argumentation, dass die Aue nicht zu revitalisieren sei. In der Nordwestaue gibt es gute Ideen, wie man das macht. Der Weg, nochmal, führt über die Nahle. Ich kenne das BFN als Institution. Wir haben ja selbst zwei Großprojekte seinerzeit in Höxter mit dem BFN bearbeitet. Also eine Institution, die modellhaft fördern will. Das Leipziger Konzept ist überhaupt nicht modellhaft seit 2011. Es ist ein kleiner Bach. Das wird der Luppe nicht gerecht. Ich wiederhole damit Fragen, die ich bereits 2017 gestellt habe. Und ich kann nur sagen, ich war damals ungläubig, ob ich das, was ich hier sehe, wirklich sehe. Sehr verehrte Damen und Herren, soll es bei einem Gerinne aller LEL bleiben, also lebendige Luppe? Das kann nicht wahr sein. Wir brauchen eine absehbar sinnvolle Gewässersanierung. Das betrifft die Betonelster um die Braunkohlenseen. Wir brauchen eine Revitalisierung der Aue mindestens ab Zeitz an der Weißen Elster. Wir können die Südaue an einigen guten Stellen revitalisieren bis renaturieren. Das weiß jeder Ingenieur und wir haben es auch beschrieben in einer Übersichtsarbeit, Herr Hansmann und ich. Wir wissen durch kundige Wasserbauingenieure, die zum Teil bei der Stadtverwaltung gearbeitet haben, beziehungsweise in Institutionen außerhalb wie dem UFZ sitzen, dass das Potenzial zur Revitalisierung nicht ausgeschöpft wird für die Nordwestaue. Wir können dort sofort rangehen, aber der Burgauenbach ist Augenwischerei. Auch abzulenken auf ein Mittelwaldprojekt, womit man angeblich etwas Gutes tut, oder auf irgendwelche forstlichen Maßnahmen, mit denen man der Aue zu Hilfe kommen will, sind einfach in diesem Fall wirklich zu kurz gedacht, denn eine Aue fängt am Wasserhaushalt an. Und ich weiß, dass das auch im Biologischen Institut an der Universität Leipzig bekannt ist, dass es dort sehr motivierte junge Menschen gibt, die viele Stunden und Zeit ihres Lebens schon einsetzen, damit sie dort forschen. Das ist das Gute. Aber sie können nicht an einer lebenden Aue forschen, da kann man den dollsten Auwaldkran hinstellen.
Da kann man keine Modelluntersuchungen machen für lebende Auen. Danach suchen wir ja weltweit gewissermaßen, wo die Auen ausgebaut wurden. Insofern wünsche ich beim Impulsforum jetzt in Leipzig den Kick. Öffnen wir den Weg für die Revitalisierung der Aue und das Augenmerk ganz Deutschlands und auch der europäischen Gruppen, die tätig sind für Auenrevitalisierung. Ich denke vor allem an Österreich, an die Wiener. Ich denke an Riverwatch, die auf dem Balkan so vorbildlich tätig sind und Nationalparke schaffen. Ich denke auch an Iberien, wo sie kristallklare Flüsse sehen können, die in Landschaften eingebunden sind, die wieder heilen dürfen. Und ich weiß, dass wir europaweit Städte suchen, in denen man sich die Finger lecken würde. Man hätte einen Auwald als Klimaförderer für gesundes Klima für Menschen mitten in der Stadt. Das könnte Leipzig für Europa sein. Danke.